Freunde der Klöckchenbauweise. Wie vor den Ferien angekündigt, habe ich einen Mindtest-Server erstellt. Und dieser Mindtest-Server, der ist inzwischen online und ich bin hier gerade drauf. Als neuer Benutzer landet man hier auf diesem Spawnpunkt und kriegt da ein paar Informationen in Form von Postern. Und wer hier teilnehmen will, der muss aufpassen, dass er nicht von den Haien gefressen wird. Ja. Wer hier teilnehmen will, der müsste sich bei mir melden. Es ist zunächst mal so, dass dieser Server also nur zum Bauen gedacht ist, also ein bisschen rumbauen, gemeinsam bauen, mal gucken, meinen Test im Prinzip auch ausprobieren. Und ich werde auf diesen Server nur diejenigen drauflassen, denen ich vertraue, dass die sich einigermaßen benehmen können. Und um draufzukommen, müsst ihr deshalb bei mir anfragen, dass ich euch da auch sozusagen reinlasse. Jetzt in den Ferien müsstet ihr mir an meine Schul-E-Mail-Adresse, die eigentlich bekannt sein sollte, eine E-Mail schreiben mit eurem geplanten Benutzernamen und ich sage euch dann alle notwendigen Informationen. Das mache ich aber eben nur bei Leuten, die ich also auch wirklich kenne, wo ich sagen kann, okay, das ist der so und so aus der Klasse so und so und ich weiß, der kann sich benehmen. Ansonsten müsstet ihr warten bis zum nächsten Schuljahr, bis wir vielleicht in einer AG gemeinsam was machen und wo ich euch vielleicht auch kennenlernen kann. Es folgen noch ein paar Videos mit Informationen und Anleitungen rund um Mindtest, weil die meisten ja Mindtest nicht so gut kennen. Andere Informationen, neben hier den auch den Server, werdet ihr noch auf meiner Homepage superlehrer.de finden. Da ist links ein Menüpunkt Mindtest und da werde ich nach und nach einige wichtige Sachen einfügen. Also, wer teilnehmen will, melde sich bei mir per E-Mail.